Hallo, der Patrick hier. Ich begrüße euch zu einem neuen Video aus der Reihe Die besten Eiweißriegel im Test. Heute im Angebot der PAD Flapjack Bar Plus in der Geschmacksrichtung Frosted Berries. Ja, der liegt hier schon vor mir. Und wie ihr sehen könnt, ist das Design halbdurchsichtig. Das heißt, man kann darunter auch schon den Riegel teilweise erkennen. In der oberen Hälfte. Ja, die wichtigsten Daten stehen auch schon auf der Vorderseite. Er besitzt 19 Gramm Protein pro Riegel, hat eine gute Quelle von Kohlenhydraten und besteht dabei aus Haferflocken. 75 Gramm pro Riegel. Nun, was ist das Besondere an dem Riegel? Dazu schauen wir uns mal die Rückseite an. Gucken uns die Daten an. Ja, wie ihr hier erkennen könnt, hat der Riegel 57% Kohlenhydrate, 13,4 Gramm Zucker und 25% Eiweiß. Nun, damit hat er wirklich deutlich mehr Kohlenhydrate als die meisten Eiweißriegel, hat aber pro Riegel auch somit insgesamt knapp 300 Kilokalorien an Brennwert. Das bedeutet, dieser Riegel ist wirklich als Mahlzeitersatz gedacht. Das heißt, man kann ihn vormittags zum Beispiel essen zwischen den Mahlzeiten oder auch in den Abendstunden. Und ist aus meiner Sicht besonders dafür geeignet, in der Massephase, um Muskeln aufzubauen. Nun, jetzt komme ich mal zum Inneren und werde ihn mal aufmachen. Ausgepackt sieht der Riegel dann so aus. Ja, er hat einen zweigeteilten Aufbau, wie man hier gut erkennen kann. Oben ist eine Art Glasur und unten wahrscheinlich die ganzen Nährstoffe drinne. Und jetzt werde ich den mal testen. Ich habe mir dann jetzt auch mal ein bisschen gegönnt, wie ihr sehen könnt. Ja, und innen drinne sieht es dann so aus. Ich muss sagen, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ist natürlich auch zu erwarten bei dem hohen Anteil von Kohlenhydraten. Und hat insgesamt eine sehr feste Konsistenz. So auch am ehesten vergleichbar mit Snickers oder Lion. Ja, insgesamt muss ich sagen, ist der Riegel wirklich zu empfehlen. Für alle die, die zunehmen wollen, die viele Kohlenhydrate zu sich nehmen müssen. Und da hat PAD wirklich ganze Arbeit geleistet. Und ja, der ausführliche Testbericht, den könnt ihr natürlich auch noch sehen. Der ist in dem Link unten unter dem Video zu finden. Und bis dahin, euer Patrick für eiweißriegel-test.de.